Haben Sie die stählerne Bruderschaft vernichtet? Den Bunker der stählernen Bruderschaft eigenhändig zu zerstören, ist eine beeindruckende Leistung. Viele RNK-Soldaten sind bei dem Versuch gestorben. Diese gute Nachricht kommt genau rechtzeitig. Die bedeutenden Ereignisse spitzen sich derzeit zu. Aaron Kimball, der Präsident der Republik Neukalifornien, wird den Hoover-Staudamm besuchen, um die Moral zu heben. Es würde die Moral der Truppen jedoch nicht gerade fördern, wenn ein Scharfschütze der Legion ihrem geliebten Anführer das Gehirn wegpustet. Sie müssen sicherstellen, dass Präsident Kimball kein Haar gekrümmt wird. Begrüßenswert, dass Sie bei der RNK relativ beliebt sind. Fragen wie, wird Präsident Kimball seinen Besuch des Hoover-Staudamms überleben? Nein, davon wusste ich nichts. Ist es wirklich so schwer, nicht dem Kannibalismus zu verfallen? Meine Güte! Das ist eine Verletzung Ihres Vertrages. Ich ermächtige Sie hiermit, nach eigenem Ermessen gegen Sie vorzugehen. Was wollten Sie sonst noch besprechen? Es interessiert mich, weil er eine bekannte Größe ist. Nicht so sehr die Person, als vielmehr ihr politischer Kontext. Kimball wurde berühmt als der Held der Mojave, als er einen Vergeltungsfeldzug gegen Stammesmitglieder anführte, die RNK-Bürger angegriffen hatten. Als erste Amtshandlung befahl er die Okkupation des Hoover-Damms. Da Wasser und Strom in die Städte der RNK flossen, stieg seine Beliebtheit enorm. Diese Beliebtheit verlor er, weil er seit 7 Jahren die Mojave nicht annektieren kann und viel Geld in die Okkupation eines anderen Landes fließt. Kimballs gesamte politische Karriere ist untrennbar mit der RNK-Okkupation der Mojave verbunden. Es ist sein Krieg. Wenn ich die RNK zum Rückzug zwinge, wird Kimball das Opfer für die Götter sein, damit brave RNK-Bürger wieder normal weiterleben können. Rückblickend werden Mojave und Hoover-Damm wie der Fehler eines einzelnen Mannes aussehen. Dann wird Kimball beschuldigt, nicht ich, nicht New Vegas. Dann wäre der Held der Mojave der Märtyrer des Hoover-Staudamms. Und wenn ich im Anschluss die RNK zum Rückzug zwinge, dann werden sie ihre Wunden lecken und von ihrer rechtschaffenden Rache gegen New Vegas träumen. Hallo, Embargo, adieu, Touristen. Ich habe diese Wahrscheinlichkeiten ein ums andere Mal berechnet. Kimball muss leben. Werden Sie dafür sorgen, dass Präsident Kimball seinen Besuch des Hoover-Staudamms überlebt? Sie müssen sich... Ganz einfach. Ein RNK-Ranger namens Graham ist für die Sicherheit des Besuchs verantwortlich. Gehen Sie zu ihm und bieten Sie Ihre Hilfe an. Angesichts Ihres Rufs ist es so gut wie sicher, dass er Ihr Angebot annehmen wird. Trödeln Sie nicht. Der genaue Zeitpunkt von Kimballs Besuch ist ein gut gehütetes Geheimnis, aber es kann nicht mehr lange dauern. Beachten Sie, dass das Lucky 38... Gehen Sie voran. Ich habe von Ihnen gehört und bin froh, dass Sie aushelfen. Ist eine delikate Angelegenheit und wir brauchen Hilfe von vertrauenswürdigen Leuten.
Wir müssen noch eine Menge für den Präsidentenbesuch vorbereiten und haben nicht viel Zeit. Wenn es losgeht, haben wir einen strikten Zeitplan. Bereit? Fragen Sie, aber fassen Sie sich kurz. Wir vertrauen Ihnen, also dürfen Sie Ihre Waffen behalten. Machen Sie nichts allzu Verrücktes und wir helfen Ihnen. Die Sicherheitseskorte besteht aus Rangern, die hier am Staudamm stationiert sind. Einige behalten die Menge im Auge, andere die Umgebung. Scharfschützen sind in Schlüsselpositionen in Stellung und wir haben eine besondere K9-Einheit, die die Menge ausschnüffeln soll. Wir haben den Zugang zu kritischen Positionen wie der Landeplattform auf dem Besucherzentrum abgeriegelt. In Ordnung, Sie haben freien Zugang. Ich habe hier einen vollständigen Terminplan. Bitte sehr. Die Legion wird auf jeden Fall etwas versuchen, aber wir haben keine konkreten Hinweise. Ich erwarte fast schon einen direkten Anschlag, aber aufgrund der Umstände kann es auch etwas Subtileres wie Sabotage sein. Da wir aber nichts Konkretes haben, müssen wir auf alles achten, was uns verdächtig vorkommt. Jemand wie Sie? Ich bin froh, Sie an Bord zu haben. Tun Sie, was Sie können. Sicherheitskontrollen, reden Sie mit den Leuten, halten Sie die Augen offen. War das alles? Dann mal los. Gut, der Präsident kommt erst morgen. Erholen Sie sich. Ich gebe Ihnen morgen früh eine Einweisung. Freut mich, dass Sie kommen konnten. Die meisten meiner Männer sind schon im Dienst und draußen beginnt sich auch schon die Menge zu sammeln. Wir haben heute viel Arbeit vor uns. Der Plan ist, die Sache durchzuziehen, ohne dass Scheiße passiert. Ich werde daher die Sicherheitsteams persönlich überwachen und mit allen Leuten in ständigem Funkkontakt bleiben. Wir können wohl sicher sein, dass die Legion heute etwas unternehmen wird. Also müssen wir auf alles vorbereitet sein. Wir werden tun, was nötig ist, damit der Präsident den Besuch heil übersteht. Präsident Kimball kommt gleich. Wenn Sie noch eine Sicherheitsprüfung durchführen oder nach Auffälligkeiten suchen wollen, dann tun Sie es jetzt. Sobald Sie bereit sind, treffen wir uns draußen auf der Aussichtsplattform. Aber beeilen Sie sich. Unsere Ranger... Wie geht's? Hey, Sie haben nicht zufällig meinen Freund hier gesehen, oder? Er heißt Ben und ist Techniker. Wir wollten uns hier treffen, damit wir gemeinsam zur Rede des Präsidenten gehen können, aber er ist nicht aufgetaucht. Ist er nicht? Da habe ich heute Morgen schon nachgeschaut. Wir sollten uns hier vor einer Stunde treffen. Dann werde ich wohl weiter warten müssen. Tut mir leid, dass ich Sie belästigt habe. Mein Freund ist immer noch weg. Der sollte lieber bald mal hier auftauchen. Täusche ich mich oder greift die Bruderschaft uns nicht mehr an? So schlau hätte ich sie gar nicht eingeschätzt. Nelson gehört wieder uns. Hoffentlich können wir es dieses Mal verteidigen. Die RNK kann sich glücklich schätzen, ihre Unterstützung zu genießen. Meine Fähigkeiten im versteckten Anlegen von Tarnbandagen sind noch etwas eingerostet. Schnau von den Kings, dass sie sich zurückgezogen haben. Sie hatten... keine Ahnung. Hey! Hallihallo! Er wird eine große, tolle Rede vor den Soldaten halten, die hier am Staudamm stationiert sind.
Ich freue mich schon darauf. Er scheint so ein netter Kerl zu sein und ich darf ihn treffen. Er verleiht mir einen Orden. Keine Ahnung warum. Ich erledige nur meinen Job, wie die anderen Jungs. Ich freue mich aber trotzdem. Sie verziehen sich besser. Sie verziehen sich besser. Ihnen ist der Durchgang gestattet worden. Haben Sie die Sicherheitsprüfung abgeschlossen? Sieht aus, als ob sein Vertibird jetzt reinkommt. Es geht los, also verpatzen Sie es nicht. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss die Sicherheitsvorkehrungen überwachen. Hey! Ihnen ist der Durchgang gestattet worden. Unsere Republik, Sie sind es, deren Weg ich hier bin. Und Ihnen verdanke ich, dass dies möglich ist. Wir genießen unsere Privilegien, weil Sie bereit sind, das Größte aller Risiken auf sich zu nehmen und das Edelste aller Opfer zu bringen. Frauen und Männer wie Private First Class Jeremy Watson machen es möglich, dass Nevada und die Republik Neukalifornien frei und sicher bleiben. Jeremy Watson, der in einer Wellblick blickte, am Rande von One Pine, das er in der Wellblick blickte, hatte wahrhaftig kein leichtes Leben. Sein Vater arbeitete als Karawanenmacher und seine Mutter wagte sich, wie viele Kalifornier, als Prospektorin, die Ruinen der alten Welt. Sie litten unter Wasserknappheit, Radarangriffen und dem Bruderschaftskrieg. Und sie hielten stand, wie unsere mächtige Sierra Nevada. Doch es kam die Zeit, als sie die Last nicht mehr alleine tragen konnten. Was machen Sie hier oben? Ach du Scheiße, wirklich? Wir sollten uns das mal ansehen. Das sollte ich mir erst mal ansehen, bevor ich eine Funkmeldung absetze. Na, scheiß drauf. Sie machen mehr Ärger, als Sie wert sind. Männer und Frauen tragen hoch und sagen, ich nehme... Lösen wir unser Versprechen ein. Vertrieben die Raid.